Hey Leute, gute Nachrichten. Wir werden am Freitag zum ersten Mal Jung und Naiv mit einem Sprecher der Bundesregierung drehen. Das habt ihr euch lange, lange gewünscht und diesmal haben wir es geschafft. Und Johannes Dimroth, die Hardcore-Fans unter euch werden sofort wissen, wer das ist. Johannes Dimroth ist der Sprecher des Bundesinnenministeriums, der Sprecher von Thomas de Maizière und er hat sich bereit erklärt, eine Jung und Naiv-Folge mit uns zu drehen und zwar um eure naiven Fragen an ihn und meinetwegen auch an das Bundesinnenministerium zu beantworten. Und ein paar Tipps habe ich. Stellt ihm zum Beispiel keine Fragen zu irgendwelchen Interna, also irgendwelchen Vertraulichkeiten oder vertrauliche Gespräche, weil da kommt meistens dieselbe Antwort. Es wird Sie nicht überraschen, dass über vertrauliche Gespräche, sollten sie denn stattgefunden haben, ich hier nicht bereit und in der Lage bin, Ihnen zu berichten. Und wie ihr eure Fragen stellen könnt, das wisst ihr ja, einfach unter dieses Video in die Kommentare eure Frage posten. Und wenn ihr keine eigenen Fragen habt, guckt einfach in die Kommentare und liked die Fragen von anderen, damit wir in etwa wissen, welche Fragen am beliebtesten sind. Aber es ist einfach im Vorfeld ungeheim schwer zu sagen, welche Fragen an Herrn Dimroth Sinn machen. Ob es Sinn macht, danach zu fragen, liegt völlig und ausschließlich allein an Ihrem Ermessen. Ob es Sinn macht, darauf zu antworten, liegt weitestgehend in meinem Ermessen. Zum Beispiel machen Fragen über Parteipolitik sehr wenig Sinn. Also zwischen sozusagen Stimmungsbarometer zum Verhältnis von Parteien werden Sie auch von mir nicht erfragen können. Und wie viel er am Ende beantworten wird, das können wir einfach nicht sagen, weil das natürlich in seinem, wie er so schön sagt, Ermessen liegt. Da bitte ich auch um Verständnis, dass das auch sogar ausschließlich in meinem Ermessen liegt, darauf zu antworten oder nicht. Und ich würde von diesem Ermessen in dem Fall keinen Gebrauch machen wollen, jedenfalls nicht positiv. Aber über eines können wir uns sicher sein, er wird über jede Frage dankbar sein. Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, vielen Dank für die Frage. Ja, vielen Dank für Ihre Frage, wenn die auch jetzt nicht unmittelbar mit dem Thema europäisches Grenzregime zu tun hat. Also, ihr habt bis Freitag ca. 10 Uhr Zeit, eure Fragen unter dieses Video zu posten und ja, wir sind gespannt, was sie sein werden und was Herr Dimroth uns am Freitag dazu erzählen wird.